Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Tour durch die App Stop Motion Studio. Zuerst suchen Sie die App in Ihrem liebsten App Store und vergessen im besten Fall nicht die Nutzungsbedingungen zu lesen. Hier sehen Sie auch gleich, dass In-App-Käufe möglich sind und was für Berechtigungen die App verlangt. Nach der erfolgreichen Installation kommen Sie zum Startbildschirm und von hier ins Hauptmenü. Hier können Sie einstellen, wie die Filme, die Sie haben, sortiert werden sollen, und Sie können ganze Projekte importieren, die Sie auf anderen Geräten begonnen haben oder verändern wollen. In den Einstellungen gibt es Tipps und die Möglichkeit, den Ton abzudrehen. Am großen Plus starten Sie Ihren eigenen Film. Dazu müssen Sie zulassen, dass die App Ihre Kamera verwendet. In den Wiedergabeeinstellungen können Sie die Frames per Second einstellen. Hier entscheiden Sie, ob Sie sehr, sehr viele Bilder machen möchten und dafür flüssigere Bewegungen haben oder ob Sie weniger Bilder machen und der Film ruckelig abläuft. Es ist möglich, Ein- und Ausblenden der einzelnen Bilder einzustellen, das Seitenverhältnis festzulegen. Sie können einen Vordergrund verwenden oder Effekte. Allerdings sind diese wie auch die höhere Qualität zum Großteil kostenpflichtig. Hier können Sie noch einstellen, wie der Film wiedergegeben werden soll, und fertig. Am Plus können Sie noch einige Dinge hinzufügen. Dieses Feature ist vor allem toll, wenn Sie den Film am PC erstellen wollen und die Fotos von einer Kamera importieren möchten. Am Pfeil darüber kommen Sie wieder ins Hauptmenü. Über das Kamerasymbol kommen Sie zur Aufnahmefläche. Hier sehen Sie auch meinen Aufbau. Wichtig ist ein Stativ, damit die Position der Kamera während des Filmes nicht verändert wird. In den Kameraeinstellungen gibt es je nach Device mehr oder weniger Einstellungen. Beim automatischen Modus wird selbstständig Fokus und Licht nachkorrigiert. Zoomen ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. In der AL-Einstellung wird durch Tippen auf dem Bildschirm die Schärfe und Belichtung gesperrt. Sie können allerdings einen Weißabgleich durchführen und wieder zoomen. Im P-Modus wird der Fokus gesperrt. Die Belichtung kann selbstständig geregelt werden. Bei besseren Kameras gibt es auch noch den Modus M für manuell, bei dem Sie mit Schiebereglern volle Kontrolle über alle Kameraeinstellungen haben. Mit der Funktion Onion Skinning können Sie sehen, wie der Kiwi beim letzten Foto gestanden ist. So sehen Sie, wie weit Sie Ihre Figur pro Bild bewegen. Eine weitere Funktion ist der Timer für die Bilder. So müssen Sie die Kamera nicht berühren und verringern damit das Risiko, mit der Kamera zu wackeln. Keine Angst, falls einmal die Hand im Bild ist, diese Bilder können danach entfernt werden. Allerdings dürfen Sie nicht vergessen, das Bild dann noch einmal zu machen. Nun geht's los mit den Bildern. Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht zwischendurch den Fokus so verändert, dass die Bilder unscharf werden, und gestalten Sie den Film nach Ihren Wünschen. Je flüssiger Sie die Bewegungen wollen, desto weniger darf die Position der Figur bei jedem Bild verändert werden. Im Bearbeitungsmenü können nun einzelne Bilder wieder herausgeschnitten werden, kopiert, verschoben oder dupliziert werden. Sie suchen einfach das Bild mit der Hand, klicken drauf und hier sehen Sie die Optionen. Achtung, einige davon sind kostenpflichtig und die sind vorher nicht so ausgewiesen. Der Radierer ist so ein Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, noch Ton einzufügen. Das ist ein bisschen eine Spielerei, in der Gratis-Version aber möglich. Wenn der Film für Sie passt, dann haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten zu exportieren. Sie können ihn als Film auf Ihr Gerät speichern, als GIF speichern, alle Bilder zur Bearbeitung auf einem anderen Gerät speichern, als Daumenkino zum Ausdrucken oder als Projekt zur späteren Weiterbearbeitung. Wenn Sie auf Teilen gehen, haben Sie noch einige weitere Möglichkeiten. Ich speichere den Film einfach am Gerät. Und hier das Endprodukt. Das war's! So schnell können Sie Ihren eigenen Stop-Motion-Film erstellen. Mein Fazit:
Es ist ein tolles Tool für Stop-Motion-Projekte, für Anfängerinnen, aber auch Fortgeschrittene. Wenn Sie es für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verwenden, sensibilisieren Sie die Schülerinnen und Schüler für In-App-Käufe und achten Sie darauf, keine Bezahlmöglichkeiten im App-Store hinterlegt zu haben. Nun viel Freude bei Ihren ersten Projekten und ich freue mich, wenn Sie mich beim nächsten Video wieder hören. Bis dahin, alles Liebe!